Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute ist wieder Sonntag und ihr wisst, Sonntage eignen sich perfekt für ein Food Diary und deswegen filme ich heute für euch ein Food Diary. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guten Morgen, zum Sonntagsfrühstück gibt es heute eine Birne und eine Semmel mit Butter und Erdbeermarmelade. Babys haben Hüpfungszeit und Bruno konnte gar nicht schnell genug rauskommen. Vor allem, da kam der Erik auch gleich an und wenn er sich jetzt nicht wieder vor irgendwas erschreckt, dann sitzen die Männer. Zum Mittagessen habe ich mir heute ein paar Käsekreiner gemacht mit Senf und Ketchup. Ich muss gerade über Bruno lachen. Der hat sich's ganz besonders bequem gemacht. Bruno, du hast es aber schön. Das gefällt ihm und Bruno ist schon wieder am Schlafen. Ich zeige es euch nochmal aus der Perspektive, weil ich drehe mich gerade um und sehe, wie er da einfach so eingemummelt ist. Ich habe euch schon länger nicht mehr bei meinen Spaziergängen mitgenommen, wurde auch vermisst, deswegen ja, habe ich mal die Kamera ausgepackt bzw. heute eingepackt, um sie auszupacken, um euch ja, meinen Spaziergang hier zu zeigen. Als ich losgegangen bin, kamen so dunkle Wolken und ich dachte, na wunderbar, nicht, dass was runterkommt. Ich habe natürlich keinen Schirm mitgenommen. Aber jetzt kommt auch wieder die Sonne raus und es ist angenehm von den Temperaturen. Also man kann. Bruno hat sich schon wirklich sehr bequem gemacht. Zum Abendessen gibt es heute als Vorspeise Heidelbeeren. Mein Abendessen war heute nicht so geplant. Puh, ich habe den Senf. Das ist ein scharfer, das ist so ein Dion-Senf und er ist extremst scharf. Und ich habe da gerade das Messer abgedeckt. Auf jeden Fall, es war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich was kochen, aber jetzt ist es irgendwie so spät geworden, dass ich mir einfach nur schnell die Bockwurst gemacht habe mit Kartoffelbrei und Ketchup und Senf dazu. Guten Appetit! Nachspeise heute noch ein bisschen Schokolade. Damit ist das ungesunde Food Diary perfekt. Also ich habe es nicht so geplant heute, aber es wurde so. Jetzt ist er alarmiert, Erik. Was ist los, hm? Alles gut. Hm? Erik hört schon wieder irgendwas, was ihn irritiert. Bruno checkt sich wegen der Putz und putzt einfach mal die Lotte. Jetzt hat er es gecheckt, wurde panisch. Aber so schlecht findet er es gerade doch nicht. Putzt er sich mal selbst.
Jetzt legt er sich hin. Er genießt es auch noch. Unglaublich. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr heute gegessen habt und Dialekt-Challenge. Ich überlege mir ein Wort. Wenn ihr natürlich irgendwelche Wörter habt als Vorschlag, dann schreibt mir das auch gerne. Nehme ich gerne auf für unsere Challenge. Bei uns heißen, sehe ich gerade, Tannenzapfen oder Kiefernzapfen oder wie auch immer. Also Zapfen heißen bei uns Butzelkei. Gibt es für euch? Nee, nicht für euch, oder gibt es bei euch dafür auch ein Wort? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich, was ihr heute gegessen habt. Bis morgen. Tschüss.